So Leute, Servus, Halo, TJ am Start, ja. Und heute mal mit einem kleinen Themenvideo erneut, ja. Ich habe mir lange Gedanken gemacht, über was könnte ich denn das nächste Themenvideo so gehen lassen, ja. Und ich bin zum Entschluss gekommen, dass ich das als Thema Erfolg wähle, ja. Erfolg, erstmal, wie komme ich denn auf das Video überhaupt? Wie komme ich denn auf Erfolg zu sprechen? Also ihr müsst wissen, ich war jetzt alle, die das Trainingsplan-Video gesehen haben, wissen das. Ich war 2 bis 3 Monate, konnte ich nicht trainieren, weil ich verletzt war, ja. Ich musste da etwas langsam machen, ja. Da war ich auch 2-mal krank, was eigentlich nie passiert ist, aber dadurch, dass ich nicht mehr so oft trainiert habe, war dann eben auch Immunsystem nicht mehr so ganz. Ja, das war eben ein Problem, ja. Auch in der Schule wurde es immer schlechter. Wir hatten es ja, wenn man im Sport gut ist, wenn man sich gut ernährt, dann läuft es überall besser. Aber wenn man dann eben diese Grunddisziplinquelle nicht hat, dann läuft es überall schlechter. Ja? Und ich war einfach irgendwann an so einem Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt muss ich mal überlegen, wie kann ich denn aus dem Schlamassel wieder rauskommen, auf Deutsch gesagt. Ja? Das heißt, wie kann ich denn gegen meine Probleme ankämpfen, um Erfolg zu haben? Ja? Wie kann ich denn aus dem Loch rauskommen? Wie kann ich denn im Fitness, im Lifestyle und in der Schule wieder Erfolg haben? Und habe dann erstmal angefangen, weil man fragt sich ja dann immer so am Anfang, wie definiert man denn Erfolg? Was ist Erfolg, ja? Erfolg hat man, wenn man für etwas gearbeitet hat und es irgendwann erreicht hat. Dann hat man sein Ziel erreicht, dann hat man Erfolg gehabt. Mit dem, was man gemacht hat, hat man einen gewissen Erfolg erzielt, ja? Mit dem Erfolg, den man erzielt hat, kann man gleich als Grundbaustein auf einen größeren Erfolg aufbauen und so weiter. Das ist im Prinzip Erfolg. Es gibt verschiedene Arten von Erfolg. Es gibt den Erfolg, den ich sofort nach einer Arbeit wiedergegeben kriege. Das heißt, ich mache etwas und währenddessen erreiche ich etwas, habe ich Erfolg. Ja? Oder danach, sofort habe ich den Erfolg, sehe ich den Erfolg. Ja? Das ist zum Beispiel, wenn ich jetzt arbeite, auf Vertrag, ich kriege 4.000 Euro im Monat, dann kriege ich pro Stunde einen gewissen Lohn, den kriege ich währenddessen sofort einen Erfolg da. Wenn ich jetzt aber meinetwegen einen Sport mache, dann trainiere ich vielleicht erstmal einen Monat und sehe nach 1,5 Monate später erst die Gains. Das heißt, ich habe investiert richtig hart und sehe aber erst später die Erfolge. Ja? Zum Beispiel auch in der Schule, wenn ich mich jetzt heute hinsetze und mache eine Stunde Mathe, dann sehe ich nicht morgen, dass ich eine 1 geschrieben habe, wenn ich vorher auf einer 5 gestanden bin. Ja, das heißt, das ist auch ein langer Weg. Man muss investieren, um zurückzubekommen. Ja? Jetzt werde ich einfach mal anfangen zu erzählen. Ja? Man fängt an, wir gehen jetzt von einem Schüler aus, der auf einer 4 in Mathe steht. Ja? Sagen wir mal ungefähr. Ja? Da gibt es so 10% von seiner Leistung, zu der er fähig ist, die gibt er. Ja? Die macht in der Schule, macht er 10% Leistung. Das heißt, der lernt hier und da mal immer, dass es reicht, um gerade noch so durchzukommen. Ja? So, jetzt gehen wir davon aus. So, jetzt macht er eine Entscheidung und ändert was. Jetzt macht er dasselbe, ja, und macht 100%. Sagt sich, ja, ich setze mich jetzt jeden zweiten Tag hin und mache 100% konzentriert Mathe. Eine halbe Stunde jeden Tag oder jeden zweiten Tag und ich möchte was erreichen, ja. Dann investiere ich Arbeit. Ich werde nicht sofort ein bestmögliches Ziel sehen, aber jede Note, um die ich mich steige, ist ein 100%iger Erfolg. Ja, die 100%, die ich investiere, die sind immer ein Erfolg. Vielleicht, okay, die sind vielleicht nicht 100%. Jetzt haben wir, sagen wir mal, dann haben wir schon mal 20% oder 30% bei einer 3 oder 50% bei einer 2, ja, oder 70% bei einer 2, ja. Also, man steigert sich, ja, aber um auf 100% auf die 1 zu kommen, da muss man erstmal Arbeit reinstecken, ja. Ähnlich ist es beim Business irgendwann selbst, ja. Viele kennen das. Vielleicht vom Karl S. oder so, der da auch immer rum erzählt, man muss ja erst Arbeit reinstecken, um was rauszukriegen, was aber dann größer ist, ja. Das heißt, natürlich kann ich immer meine 4er machen, natürlich habe ich dann einen Erfolg, ja, im Prinzip eine 4 ist ja nichts so Schlechtes. Ich habe im Prinzip 10% gelernt, für 10% einen Erfolg von der Note 4 erzielt, ja. Jetzt möchte ich mich aber steigern, da muss ich erstmal lange investieren, immer kleine Erfolge ernten, um irgendwann einen großen Erfolg zu haben. So, jetzt gehen wir mal darauf hin, dass man dann irgendwann es geschafft hat, in jedem Fach sich zu verbessern. Ja? So, jetzt möchte ich das Abitur schaffen. Ja? Ich habe jetzt 100% habe ich. Ich habe ein großes Wissen mir angeeignet, in Mathematik, in Größe,
eine große Erfahrung, die nehme ich jetzt her, um fürs Abitur zu lernen, ja? Dann investiere ich auch erstmal richtig lange Zeit, um dafür zu lernen, ja, und schreibe dann die Abiturprüfung perfekt. Das heißt, ich habe ein 1er Abitur, ja? Und der einzige Weg, um das zu schaffen, ist, dass ich da mich da reinhänge, dahinter klemme. Es gibt da keinen Weg um den Dreck rum, ich muss mitten reinspringen. Also gut, 1er Abitur geschafft, dann habe ich 1000%, ja, im Verhältnis, ja. Ich habe dann den Prozentsatz verzehnfacht, ich habe dann 1000%. Mit diesen kann ich dann wieder weiterarbeiten, ich kann dann hergehen, dann kann ich dann, hören viele schon auf, dann sagen viele schon, okay, ich habe 1000%, damit gehe ich jetzt her und arbeite irgendwo, ja. Das heißt, die machen vielleicht eine Ausbildung, arbeiten, kriegen dann ihr Gehalt gezahlt. Jetzt möchte ich aber mehr Geld haben, dann nehme ich diese 1000% Erfolg her und versuche die wieder zu verzehnfachen. Das heißt, ich gehe studieren. Ja, dann gehe ich studieren, habe einen riesig guten Grundsatz, 1er Abitur, walk da mehr oder weniger easy durch Studium durch, ja, schafft es auch relativ gut alles, relativ easy, viel Arbeit dahinter gesteckt. Wenn ich das geschafft habe, wenn ich danach das Studium geschafft habe, perfekt, dann habe ich 10.000% Erfolg, ja, dann habe ich von dem 10%, mit denen ich angefangen habe, habe ich jetzt, die habe ich vertausendfacht. Ich habe 10.000% Erfolg, ja, nach dem Studium. Ja, diese Prozentzahlen sind einfach nur zur Veranschaulichung gedacht. So, jetzt habe ich dann das Studium geschafft, ja. Jetzt könnte ich natürlich sagen, okay, jetzt gehe ich in eine Firma rein und arbeite da unter Vertrag, ich habe einen Chef. Ja, meinetwegen, dann kriege ich halt 6.000, 7.000, ja, oder 10.000 im Monat, ja. Jetzt möchte ich aber noch mehr und ich habe schon so weit geschafft, ich habe schon 10.000% Erfolg gehabt. Ja, ich habe den immer verzehnfacht, ich habe immer mehr gearbeitet, ja. So, jetzt könnte ich sagen, okay, ich eröffne mein eigenes Business. Das heißt, ich muss wieder erst investieren, ich muss wieder erst lernen, ich muss wieder erst Geld da reinstecken. Ja, und mach vielleicht nochmal 2-3 Jahre mit ganz wenig Geld darum, ja, und bin da überhaupt nicht erfolgreich, hab 10.000%. In dieser Zeit sammle ich Erfahrung um Erfahrung, mach Fortschritt und irgendwann wird das Business dann erfolgreich, was vorauszusehen ist, und dann habe ich 100.000% Erfolg. Dann habe ich ein Einkommen, das ich selber bestimmen kann, ja, dann bin ich Chef in meiner Welt, habe Angestellte, was weiß ich, dann habe ich 100.000% Erfolg. Ich habe mich gesteigert von 10 auf 100.000%, ja. Und diese 100.000% sind das Maximum in dieser Entwicklungsstufe. Man ist die höchstgestellte Person in einem Unternehmen, das man selbst aufgebaut hat. Und man kriegt im Prinzip das meiste Geld. Das ist das meiste, man kann nicht mehr schaffen, ja. Aber man kann dann selbst entscheiden, wie hoch das Ganze dann weiterläuft, also wie viel Geld man dann bekommt, das kommt dann darauf an, wie man weitermacht, ja, und kann dann tatsächlich bis auf 1.000.000%, bis auf 1 Million Euro im Monat, kann man alles hochsteigern, das kann man alles machen, ja, und das ist im Prinzip der Way to Success, der Weg zum Erfolg, das ist diese Prozentsache, das ist dieses, ich fange klein an, muss investieren, ich muss immer weitergehen, ich muss immer Arbeit reinstecken, bis ich welche rausbekomme erst, bis ich wieder Geld rausbekomme, bis ich einen Erfolg habe, muss ich erst richtig ackern, ja. Und das ist für viele schwierig, ja, warum man auch sagt, ja gut, was ist das, gehe ich studieren oder arbeiten? Gehen halt noch ein paar Jahre drauf, oder ich verdiene gleich Geld. Das heißt, die Leute, die erst Geld verdienen, die sind natürlich mit ihren 10.000% gut dran. Die sind gut dran, 10.000% nach dem Abitur, was will man denn mehr? Ja, oder so, ja, oder nach, oder 1000% waren das, glaube ich, ne. So, dann, die sind gut dabei, die machen hier dann ihr Ding, auch die nach dem Studium gleich fest angestellt sind, ja. Die haben 10.000%, die haben eine super Basis, um Haufen Geld zu verdienen. Aber die werden niemals über diese 10.000-20.000er Grenze rüberkommen. Wenn ich dann aber mehr möchte, wenn ich richtig reich werden möchte, wenn ich die Kohle haben möchte, dann muss ich noch weitergehen, ja, und das ist eben das, da muss ich noch mehr reinstecken, bin dann vielleicht am Ende 26, bis es aufwärts geht vielleicht, und hab, was weiß ich, wie viele Jahre rein investiert, wahrscheinlich 20 Jahre rein investiert,
aber ich habe dann mehr als andere. Sofort geht es hoch. Das geht dann sofort hoch, normal. Ja, man muss halt gucken. Möchte man den Erfolg gleich, ja, dann ist das ein mäßiger Erfolg. Der variiert nicht viel. Der variiert vielleicht um ein paar Prozent, wenn man aufsteigt. Der variiert aber nicht krass viel. Oder möchte ich keinen Erfolg, aber dann später, nachdem ich noch mehr gearbeitet habe dafür, umso mehr Erfolg haben. Das heißt, dann habe ich Millionen, Milliarden Prozent plötzlich dann. Dann kann ich das verdoppeln, verhundertfachen. Dann habe ich plötzlich 100, 300.000 Euro im Monat verdient. Ja, das kann man so nicht. Das kann man nur, wenn man sich dahinter klemmt. Genau dasselbe ist es beim Kraftsport. Natürlich kann ich mein Körperfett runterschredden. Ja, das geht. Natürlich geht das. Ich kann auch 2 Monate lang trainieren oder 3, 4. Ich kann ein halbes Jahr trainieren. Und werde merken, ich habe dann einen guten Körper erreicht, ja. Aber wenn ich einen großartigen Körper haben möchte, dann muss ich auch, wenn ich einen perfekten Körper haben möchte, muss ich perfekt trainieren. Das heißt, es kommt nie ein Weg, der irgendwie um diese Komfortzone rumführt, ja. Man muss immer genau in das Schwarze rein, um irgendwann wieder an Land zu kommen. Ich muss erst genau mitten in den Ozean springen, habe aber dann ein geiles Leben auf der Insel, anstatt sofort auf die Insel zu gehen. So ist es halt. Ja? Und das ist einfach jetzt mal so ein Video, wie ihr das sehen müsst. Ja? Ihr dürft das nicht so sehen mit, ja, es hat doch keinen Sinn, weil irgendwann sterben wir eh alle. Ja, Leute, aber ihr müsst immer sehen, es ist ganz einfach im Prinzip. Ihr müsst einfach nur euch dahinter klemmen und machen. Wenn euch was interessiert, dann könnt ihr es schaffen. Wenn ihr jetzt diesen Weg seht und seht, es sind noch so viele Prozentphasen, ja, die ich durchlaufen muss, ja, dann klemmt euch aber einfach dahinter, ja, dann macht was draus, ja, weil vielleicht seid ihr derjenige, der es nämlich schafft, ja, und dann beißt ihr euch irgendwann mal selber in den Arsch und sagt, ach cool, der hat's gemacht, ich nicht. Ja, natürlich, vielleicht verdient er 8.000 im Monat, ja, und sagt, boah, geil, 8.000 im Monat, ja, ich bin finanziell einigermaßen unabhängig. Ja, muss mir nicht mehr so viele Gedanken machen. Aber dann sehe ich den, der dann mit fetten Autos, mit Bitches, mit Häusern, mit allem Möglichen noch am Start ist, das ich mir dann nicht leisten kann, weil es dazu eben noch diese letzte Verzehnfachung des Prozentsatzes, die fehlt. Das fehlt dann auch im Gehalt, diese Verzehnfachung. Deswegen, so müsst ihr es sehen, so ist es im Prinzip, ja. Das ist Erfolg. Zwei verschiedene Arten Erfolg, sofortiger Erfolg. Erfolg, für den ich mehr arbeiten muss und erst später was zurückbekomme, ja. Man muss sich halt überlegen, welcher Erfolg ist für mich besser, ja, und das ist eine Sache, die muss jeder selbst entscheiden. Ist ein langer Prozess, das rauszufinden, ja. Das soll einfach nur mal das Video gewesen sein. Einfach nur mal kurz ein bisschen vielleicht das Ganze erklären. Es kommen jetzt ein paar mehr Fitnessvideos. Das soll jetzt auch ein bisschen zur Motivation dienen, vielleicht, ja. Hat mich auch motiviert, das Ganze, ja. Deswegen, Leute, haut rein, ja. Ich habe euch im Auge auf jeden Fall. Und wir sehen uns im nächsten Video, ja. Haltet euch fit. Ciao.